Na, das passt ja zu Halloween. Gruseliger Regen in einer düsteren Nacht. Ich gehe noch schnell einkaufen. Ein paar Dinge für unseren Halloween-Abend besorgen. Oh ja, vergiss das Popcorn nicht. Und nimm vielleicht einen Regenschirm mit. Mach ich. Oh Mann, jetzt hat sie das Licht angelassen. Und diese Glühbirne spinnt schon wieder. Aber naja, kommt wenigstens ein bisschen schaurige Halloween-Stimmung auf. Hä? Wo kommt das denn her? Die Geschichte, die niemand lesen sollte. Lesen auf eigene Gefahr. Bestimmt hat Snow uns wieder ein Virus eingefangen. Aber solange ich nichts anklicke, kann ja nichts passieren, oder? Es gibt Dämonen in einer anderen Welt. Sie lauern im Schatten auf ihre Opfer. Sie warten darauf, dass die Sonne von der Welt verschwindet. Dann können sie die Grenzen zu dieser Welt überschreiten. Dann jagen sie frei nach den Seelen der Lebenden. Doch sie alle brauchen die Dunkelheit, um zu überleben. Die Schatten sind ihr Zuhause, die dunklen Winkel ihre Unterschlüpfe. Einer dieser Dämonen jedoch fand einen Weg, die Dunkelheit auch im Licht zu gebären. Er nutzte ein zweites Reich, das weder den Lebenden noch den Toten ganz gehört, es weder das Licht noch die Dunkelheit komplett zulässt. Er sah die helle Scheibe des künstlichen Lichts, die die Menschen erfanden, um ihre Augen darin versinken zu lassen. Doch die Augen der Menschen lassen sich von diesem Licht blenden, wie von der Sonne. Und so erfanden sie das schwarze Licht, die Schwärze, die leuchtet. Mann, blöde Glühbirne. Okay, wie geht's weiter? Dieser Dämon jagt im Schatten, der in den Mantel des Lichts gehüllt ist. Er sucht sich seine Opfer wie so viele andere Dämonen, wenn sie alleine sind. Doch er nutzt die flimmernde, falsche Sonne, um mit ihrer leuchtenden Schwärze die Augen der Opfer an sich zu binden. Er nutzt ihren Stolz und falschen Mut, um sie das Ritual ausführen zu lassen, und mit scharfen Krallen reißt er an den Seelen der armen Opfer, die nicht mehr wissen, was der wahre und was der falsche Schatten ist. Willst du wirklich immer noch wissen, wie es weitergeht? Will ich das? Ja. Dämonen klingen auch irgendwie cool. Vielleicht ist die Geschichte ja ein kleines Geschenk von Snow. Hä? Das ist aber ein komischer Übergang. Es war ein unruhiger Abend. Der Regen prasselte an das Fenster. Passt wirklich gut. Typische Halloween-Geschichte. Das Licht im Flur flackerte ab und an. Hä? So kriegst du mich nicht, Snow. Das Flurlicht flackerte erneut. Und diesmal erlangte er Eintritt in die Welt. Oh Mann, ich red mir das alles nur ein. Ich habe eindeutig zu viele Horrorfilme gesehen. Er hatte sich diesen Abend ausgesucht, um die Welt zu betreten. Die falsche Sonne war das einzige Licht, das er brauchte. Als ein Blitz den Himmel durchzuckte, fauchte er wütend auf. Diese Geschichte ist nichts für schwache Nerven. Es wird dringend davon abgeraten, diese Geschichte zu Ende zu lesen. Vielleicht sollte ich doch nicht weiterlesen. Auf der anderen Seite, was kann mir so ein blöder Text schon anhaben? Wenn es nur nach Hause kommt und mich so vorfindet, verängstigt und verschreckt, dann wäre ich die Lachnummer für die nächsten Monate. Das kann ich mir nicht bieten lassen. Also weiter. Er roch seine Opfer schon von Weitem. Die Tür stellte kein Problem für ihn dar. Wahrscheinlich ist es nur Snow, die den Schirm vergessen hat. Ich drehe mich jedenfalls nicht um. Er wartet ab. Er riecht ihre Angst. Er sieht, wie die Härchen an ihrem Nacken sich aufstellen. Und er genießt die Furcht, die durch ihn von seinen Opfern Besitz ergreift. Sie spürt den Drang, sich umzudrehen. An der Tür zu ihrem Zimmer steht ein Wort, fast unleserlich in das Holz geritzt. Das Licht im Flur flackert erneut. Im Wimpernschlag der Schwärze, die das fehlende Licht erzeugt, zeigt sich eine Silhouette, spindeldürr und verzerrt. Verschoben in der Realität. Das Gefühl, beobachtet zu werden, wird langsam unerträglich. Jemand, etwas war hier. Sie wusste es mit jeder Faser ihres Körpers. Und doch konnte sie den Blick nicht vom Bildschirm abwenden. Der Dämon des falschen Lichts steht plötzlich hinter dem Mädchen. Ein erschreckendes Geräusch ertönt. Und Finsternis kommt über sie.
Hallo? Hallo? Haha, wirklich witzig, Blue. Bist du schon in Halloween-Stimmung? Halt mich nicht zum Nahen. Du weißt, wie schreckhaft ich bin. Blue? Blue? Hm? Oh Mann, du kleiner Schisser. Da habe ich dich dran gekriegt. Mach sowas nie wieder. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ich finde das gar nicht witzig. Ach komm, ich mach's wieder gut. Hast du das Popcorn gekauft? Eine Seele mehr für die Schattenwelt. Auf Patreon gibt es eine alternative Version der Realität. Ganz unsensiert. Happy Halloween!